In diesem Video vergleichen wir zwei Beamforming-Systeme. Wir nehmen einmal ein normales Mikrofonarray mit einem Durchmesser von 80 cm und parallel dagegen ein großes Mikrofonarray mit über 3 Meter Durchmesser. Wir betrachten dabei die räumliche Auflösung der beiden Arrays in verschiedenen Frequenzbändern und zeigen die Unterschiede auf. Dazu nehmen wir typische NVH-Anwendungen für akustische Kameras, zum Beispiel eine Bohrmaschine, ein Türzugschlaggeräusch, eine Vorbeifahrtsmessung und der Klassiker im Windkanal, die abgestrahlten Windgeräusche an einem Fahrzeug. Schaut es euch an. Das ist Till. Till möchte etwas bohren, aber die Bohrmaschine ist wirklich sehr laut. Vor allem brummt sie sehr stark. Sehr viele tiefe Frequenzen, die hier abgestrahlt werden. Aber wo? Um das herauszufinden, braucht man schon ein spezielles Werkzeug. Glücklicherweise hat Till einen Weiser. Mit diesem System hat er schon oft erkannt, an welchen Bauelementen die Maschinen ihre Geräusche abstrahlen. 56 Mikrofone sind in einer logarithmischen Spirale angeordnet und orten auf die Art und Weise deutlich besser als unsere zwei Ohren, wo ein Geräusch herkommt. Das ist Tarek. Tarek ist neu in der Firma und findet erstmal den Weiser ganz gut. Aber bei tiefen Frequenzen wird da der Durchmesser reichen? Tarek hat eine Idee. Der Tarek hat ein neues System zusammengestellt. Etwas Großes. Headacoustics präsentiert Headwiser Flex, die Großarray-Variante des Headwisers. Beim Headwiser Flex-System können die Mikrofone individuell in Gitterpaneele eingesteckt werden und das ganz ohne Werkzeug. Eine Position auswählen und Mikrofon applizieren. Ein Windschutz sorgt für eine sichere Aufnahme. Auf der Rückseite werden die Mikrofonsignale auf kurzem Wege zum nächstgelegenen Headlamp-Modul geleitet. So werden die Signale genau dort aufgezeichnet, wo sie auch entstehen. Sample genau und adäquat. Trotz seiner großen Größe bleibt es dennoch flexibel. So lassen sich die drei Kameras, genau wie bei dem kleinen Spiralweiser, in alle Richtungen neu positionieren, sodass man neue Blickwinkel auch schnell realisieren kann. So viele Mikrofone. Welchen Vorteil bringt dieses größere System? Das lässt sich nur durch einen direkten Vergleich herausfinden. Schauen wir uns das mal an. Zunächst eine Aufnahme des Spiralweisers. Die hohe Online-Performance zeigt sich hier sofort. Selbst fliegende Objekte können sauber detektiert werden. Alles passiert online und ist direkt erkennbar. Der große Vorteil des Weisers. Es ist einfach beeindruckend, wie schnell man analysieren kann. Wir sehen jetzt die gleiche Situation noch einmal mit dem Weiser Flex aufgenommen. Da es in derselben Software prozessiert wird, kann auch er die hohe Online-Performance darstellen, trotz der höheren Anzahl an Mikrofonen. So können wir auch beim Weiser Flex sofort sehen, wo Geräusche herkommen, noch während der Aufnahme. Hier sind also beide Systeme identisch. Schauen wir uns einmal verschiedene Frequenzbereiche an. 5000 Hertz. Hier sehen wir ganz klar, dass unten am Tisch etwas abgestrahlt wird und oben am Getriebegehäuse. Die gleiche Aufnahme mit dem Weiser Flex System. Auch hier werden beide Geräuschquellen genau an diesen Orten detektiert. Vielleicht sogar etwas genauer, aber die Aussage ist die gleiche. Bei 1000 Hertz sehen wir, dass der Spindelkasten hier rechts seitlich abstrahlt. Das Weiser Flex System kommt auch hier zum gleichen Ergebnis, sodass man bis hier mit dem deutlich kompakteren und damit auch mobileren Spiralweiser bestens bedient ist. Doch was ist nun bei den tiefen Frequenzen? Bei dem Spiralweiser sehen wir nur noch einen großen Fleck, der auf und ab tanzt, irgendwo im Vorfeld des Bohrers. Das Weiser Flex System zeigt hier ein stabiles Ergebnis. Und aufgrund seiner Stabilität können wir auch hier die Aufnahmeauflösung erhöhen. Und wir sehen eindeutig, dass der vordere Bereich des Getriebekastens abstrahlt. Ein klarer Punkt für Tarek. Tiefe Frequenzen kann das große System einfach besser auflösen. Welche Anwendungen gibt es noch für tiefe Frequenzen? Ein Klassiker aus dem Automobilbereich ist der Türzuschlag. Schauen wir uns das mal bei einem echten Fahrzeug an.
So ein Türzuschlag ist schnell geschehen und viel zu schnell zum Verstehen. Drücken wir Pause, haben wir den vollen Eingriff auf den Zeitpunkt und die Zeitauflösung in der Weiser-Software. Erster Kontakt der Türdichtung, oben wird die Luft rausgedrückt. Schieben wir ein bisschen weiter, sehen wir, wie auch die Türdichtung weiter unten schließt. Gehen wir noch ein Stück weiter, sehen wir den ersten harten Kontakt, der laut ist. Das ist hier die erste Raste von dem Schloss. Nun schlägt die ganze Tür ins Schloss ein. Gehen wir noch das weiter, sehen wir die Gegenreaktion im Gelenk selber. Schließlich das Nachprellen des Griffes und das Nachprellen des geöffneten Fensters in seinem Schacht. Ganz am Ende klappt der Spiegel nach und schließlich der verstellbare Spiegel als ganzes Gehäuse. So kennen wir die Weiser-Software. Doch was ist denn nun mit den tiefen Frequenzen? Hier zum Zeitpunkt des ersten Aufschlages zeigen sich zwei deutliche tiefe Frequenzen. Bei 150 Hertz sehen wir die Haupttürabstrahlung in der Mitte. Bei 100 Hertz sehen wir den oberen Türbereich, der hierfür verantwortlich ist. Die Ortung ist präzise und sauber, dank des großen Weiser-Flex. Welche Anwendungen gibt es noch? Bei Vorbeifahrtsmessungen zum Beispiel ist ein Abstand zum Messobjekt sinnvoll. Doch dadurch reduziert sich auch die Auflösung. Schauen wir uns das bei einer echten Messung an. Obwohl wir hier sehr weit weg von der Straße stehen, können wir problemlos dank des großen Weiser-Flex-Systems die einzelnen Geräuschquellen der Reifen und der einzelnen Autos herauskristallisieren. Dank der hohen Auflösung können wir sogar ganz nah rangehen und sogar den Motor und die Reflexion am Boden präzise herausarbeiten. Oben rechts sehen wir nochmal die Gesamtansicht. Es gibt noch weitere Anwendungen, wo man Abstand zum Messobjekt hat. Zum Beispiel im Windtunnel. Das Auto wird von vorne angeblasen. Die beste Übersicht über alle Geräusche hat man bei einem Blick von oben auf das Auto. Um den Effekt von zusätzlichem Seitenwind zu evaluieren, kann man das Fahrzeug auf einem Drehteller drehen. Schauen wir uns das mal beim echten Fahrzeug an. Das Fahrzeug wird von vorne angeblasen. Auffällig sind hier die beiden Spiegel, die hier die meisten Geräusche abstrahlen. Doch wenn wir alleine ein wenig das Fahrzeug zur Seite neigen, sehen wir schon, wie sich die hauptabstrahlenden Flächen verändern. Der rechte Spiegel wird nur noch kaum wahrgenommen, während der linke eine zusätzliche Komponente von der A-Säule bekommt. Dieser Effekt wird immer stärker, umso mehr wir das Auto drehen. Schauen wir uns mal die Auslenkung in die andere Richtung an. Hier haben wir wieder die Situation, dass beide Spiegel laut sind. Doch in diesem Moment, wo wir noch weiter drehen, sehen wir, wie der Wind in die A-Säule haut und auch hier das Hauptgeräusch erzeugt. Fassen wir noch einmal zusammen. Beide Systeme benutzen die gleiche Software und haben deswegen die gleichen Möglichkeiten. Bei der Dynamik hat das Spiralweiser alleine schon 14 dB und kann mit zusätzlichen Algorithmen noch mehr erreichen. Aufgrund des größeren Durchmessers erreicht man mit dem Weiser-Flex-System größere Werte als 14 Dezibel. Die Vorteile des Spiralweisers liegen auf der Hand. Er ist extrem portabel. Der Aufbau geht in 5 Minuten, sodass man, wenn kurz vor einem Problem auftaucht, auch sehr schnell die Lösung dazu hat. Das Weiser-Flex-System kann besonders gut für Messungen aus der Distanz verwendet werden oder bei Messungen, wo es um sehr tiefe Frequenzen, also weit unter 400 Hertz, geht. Typische Anwendungen des Spiralweisers sind deswegen Motorgeräusche, bewegte Objekte oder kleine Komponenten, während das Weiser-Flex ideal für den Windtunnel, für Vorbeifahrtsmessungen oder Türzuschlaggeräusche sind. Was ist denn jetzt aus der Bohrmaschine geworden? Eine selbstklebende Schwerschicht vorne im Getriebegehäuse und diese tieffrequenten 300 Hertz-Anteile wurden deutlich reduziert. Musik